Glück braucht es manchmal im Leben, das weiß Albrecht Klammer nur zu gut. Der Verzicht von Maximilian Arndt im Zweierbob ist seine Chance. Den freien Startplatz für die Weltcuprennen in Altenberg und Königssee hat jetzt der Sachse inne. Trotz Erkältung, die Trainingszeiten waren schon richtig gut. Der Abstand zu den Großen war nicht so weit weg. Von daher ist alles drin, aber ich will mich trotzdem auf mich konzentrieren, eine gute Fahrlinie wählen und dann passt das. Mit 26 Jahren ist Albrecht Klammer zum ersten Mal dabei. Für ihn hier ist das aber alles andere als ein Wunder. Francesco Friedrich, der amtierende Zweierbob-Weltmeister aus Pirna, kennt die Qualitäten von Klammer. Denn beide sind seit Jahren befreundet, bilden bei den Bundespolizeilehrgängen im bayerischen Bad Endorf die Sachsen-WG. Da habe ich mich echt gefreut, dass Albi das geschafft hat. Nachdem Albi eigentlich so mein erster Bremser war und ich mit ihm alles so gemeistert habe, bis ich dann, sag ich mal, in die Weltcup-Region eingestiegen bin. Und es ist wirklich cool, dass Albi das geschafft hat und hoffentlich gelingt es ihm ganz gut. Überhaupt, der Weltcup in Altenberg ist fest in Sachsenhand. 3 von 4 deutschen Bobteams bei den Herren werden von Sachsen gelenkt. Das ist einmalig in der langen Geschichte des deutschen Bobsports. Der Weltmeister sieht darin auch gleich einen Vorteil. Ja, das ist ganz gut, weil so können wir zu dritt immer so ein bisschen was für uns ausprobieren. Weil wenn man immer alleine dasteht, dann ist es immer schwierig, da irgendwo was rauszufahren. So kann man über Kreuz ein paar Sachen tauschen und hin und her schrauben und dann hat man wirklich ein besseres Ergebnis, weil 2 oder 3 Meinungen dann dastehen. Weil man kann es nie messen oder nicht genau sagen, ob was einen Vorteil bringt oder nicht. Es ist immer so eine Hundertstelgeschichte. Da muss man dann nach Gefühl sagen, weil man nie eine Bahn genau 2-mal gleich runterfahren wird. Sachsen ist die Nummer 1 im Kufensport. Das Zitat von Bundestrainer Christoph Langen ist mehr als eine Momentaufnahme. Die gute Entwicklung der letzten Jahre gilt es jetzt zu untermauern. Die jungen Piloten haben es selbst in der Hand. Gemeinsam im Training, jeder für sich in der Bahn.